verfügt über Fantasie und Gestaltungsfähigkeiten. Wenn wir unsere Fantasie mit anderen teilen, offenbaren sich Geschichten. Warum würde ein Sith-Suchdroide den Senat durchsuchen? Und wer gab ihm die Befehle? Sobald wir wissen, welche Informationen er gestohlen hat, kennen wir auch seine Gründe. Ich nehme die Sith-Sonde. Ihr nehmt die Droidik. Nein, Anakin, warte! Wo willst du denn jetzt hin? Holla. Holla, da sind wir schon mit dem Spiel drin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Disney Infinity. Du kannst gerade gar nichts machen, oder? Nein. Dann sind wir hier noch im Tutorial drin. Das war unerwartet. Auf jeden Fall ist der Len 16 mit dabei. Und der Drachenbursche neben mir. Eigentlich dachten wir, es geht direkt im Playset los, aber hier gibt es noch Sachen davor anscheinend. Aber wir sind hier schon mit Star Wars Figuren unterwegs, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Mhm. Obwohl wir noch nichts auf dem Podest haben. Ja. So wird hier also gespielt, hä? Doppelsprung! Kampfdroiden. Meine Liebe. Okay, wow. Okay, die Machtfähigkeiten sehen schon mal ganz cool aus. Die muss man gerade. Okay, da kann ich angreifen. Gut. Steuerung müssen wir noch ein bisschen lernen. Die Droiden klingen komisch. Die klingen immer so. Okay, da kann sie ranziehen, okay. Nein, der hat. Doch, der zieht sie her, siehst du? Und dann kann man sie reinhauen. Aber ich meine, die Droiden. Das war ein Droide-Stimme. Das sind alles Droiden-Stimmen. Nein. Droiden-Stimmen sind auf einem Ton, wenn die immer nur so gerade reden. Und der andere hat gerade die ganze Zeit die Tönart geändert. Die Tönart. Nein, ich bin nicht da runter. Oh mein Gott, wo bin ich hingekommen? Da wollte ich gar nicht runter. Ich krieg diesen Droiden. Ich dachte aber echt nicht, dass es gleich losgeht, das Spiel. Wir waren etwas überrascht. Etwas überrascht, aber. Du hättest mich verloren. Nein, noch ist nichts verloren hier. Wie komme ich jetzt daran vorbei? Mensch, Annie. Ach, Annie. Immer noch nicht eins mit der Macht. Auch Manu geht kaputt, wenn ich es reinschmeiße. Nicht mal einen Ton hat's gemacht. Nee. Warte, da war was. Tür. Tür. Okay. Kennen wir doch immer, ja. Ja, ein bisschen. Normalerweise dreht das dann noch. Ja. Okay, so gut, groß ist es normalerweise auch nicht, aber. Ja. Aber es ist ein guter Anfang. Ich bin echt komplett verplant gerade, weil ich gedacht habe, wir fangen erst später an. Aber gut, jetzt sind wir mit dem Spiel drin. Warum nicht? Warum nicht? Genau, Len 16 ist dann bald auch wieder am Spielen mit dabei, wenn wir zu zweit spielen können. Ist doch cool, dass es direkt hier losgeht auf Coruscant. Ein cooler Anfang hier auf der Jagd nach dem Suchdruiden. Ich weiß, wie ich den Druiden kriege. Die Macht wird mich lenken. Na, er lenkst du die Macht. Naja. Und schon wieder schöne Star Wars Musik. Ja, das hat doch gefehlt. Endlich wieder ein Star Wars Let's Play. Yeah. Wow. Ja, mächtig der Kerl. Mächtig. Sowieso wird sie in Spielen haben sie immer viel mehr Macht als in den Filmen. Ja. Okay. Ach, das kennen wir. Da schauen wir lieber nicht so weit nach unten. Mann, als würde ich ihn gerade wegschlagen, ist er schon weggerannt. Wie kann das hochgleiten? So Jungs, was meint ihr? Ah, okay, ich muss mir das abgewöhnen, die mal ranzuziehen. Also den letzten, den man immer besiegt aus der Welle, den gibt's immer in Zeitlupe. Ja. Eine ziemlich coole Neuerung, wie ich finde. Ja. Doch, ist schon cool. Kann man nichts sagen. Ah, ich kann auch. Wow, okay. Du kannst Machtschub. Okay, was kann ich sonst machen? Ich hätte mal so mal alle Tasten ausprobieren. Ne, sonst kann ich ja nichts mehr. Aber der Machtschub ist cool. Das ist genau wie bei Force Unleashed damals. Ja. Der Kannst du es auch im Springen? Ja, Doppelsprung und dann nach vorne, ja. Das war die beste Methode in Force Unleashed. Richtig. Was? Das ist ja auch ein Star Wars Spiel. Richtig. Die sehen komisch aus. Der muss so aussehen. Oh, gleich gibt's einen Bosskampf am Anfang. Nicht schlecht. Aber der ist doch tot! Nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon! Entschuldigung, aber. Ja, das ist alles etwas verändert worden, vielleicht, sagen wir so. Jetzt sind wir auf Hot. Ne, jetzt sind wir im Weltraum. Im Asteroidenfeld mit dem rasenden Falken und fliehen von TIE Fightern. Warum nicht? Was? Wir müssen sie stoppen, bevor sie unsere Position weitergeben. Hab ich beim ersten Mal gehört. Rettet mich! Oh, nicht die Originalsprecher. Hey, sie hat mich abgelenkt. Hui, ich darf ja gleich noch fliegen, ja, Wahnsinn. Ja, also so muss doch Steuerung sein, oder? So, Steuerung, Tutorial. Tutorial, ja. Schwer durch die Galaxis und die Zeit. Ja. Siehst du, hier kann man schon mehr machen als im neuen Star Wars Battlefront. Hier kann ich im Raum fliegen. Ich bin jetzt gerade ungefähr 20 Jahre später. Ja.
Einfach mal durch, möglichst ohne zerstört zu werden. Ja, gut. Ich glaube, man hat hier noch nicht mal... Da, die Schnecke ist weg. Da ist der Wurm. Weißt du zufälligerweise, was... Da ist der Wurm drin. Du weißt nicht zufälligerweise, was der Wurm ist. Das ist eine Schnecke, wenn ich mich recht erinnere. Oh. Eine Asteroidenschnecke. Sieht aber echt cool. Wow, okay, den habe ich schon erwischt. Sieht aus, als bräuchte dir etwas Hilfe. Luke, netter Versuch, Junge. Aber cool, Flugmissionen sind auf jeden Fall schon mal genial. Ich bin verwirrt. Len ist verwirrt, das ist ein gutes Zeichen. Oh, schon vorbei. Egal, schade, ob wir durchs Weltall düsen oder ins Zentrum der Gedanken vordringen, Geschichten können so vielseitig sein wie die, die sie erzählen. Freude und Wut haben meine Kernerinnerung zurückgeschickt. Also, was jetzt? Nichts! Eine fehlt noch! Sie muss wieder hier sein, bevor Riley aufwacht! Wo könnten sie wohl sein? Sieh nur, Wut! Das ist eine Kernerinnerung! Bringen wir sie ins Hauptquartier, sonst wird sie auf der Erinnerungsdeponie vergessen! Na gut! Aber wie kommen wir jetzt darüber? Kann ich jetzt mitspielen? Nein. Positiv denken! Ich weiß, dass ich es rüber schaffe! Hey. Also wir haben jetzt schon einen Einblick in drei Playsets bekommen. Ja. Das hier ist schon das dritte Playset. Die drei, die der Drachenbursche auch bei sich hat. Richtig, die drei, die es auch schon zum Release gibt, zumindest wenn man die Special Edition hat von der PS4-Version oder PS3-Version. Also von den Sony-Konsolen-Versionen. Wow, Regenbogen. Schaut aber schön aus, das Spiel, finde ich so. Der erste Eindruck ist gut. Und es ist Star Wars, hallo? Es kann nur gut sein. Ja, also das ist nicht Star Wars. Das ist nicht Star Wars, ja, aber vorher war es Star Wars. Dass das nicht Star Wars war, auch aufgefallen. Den Film haben wir leider noch nicht gesehen. Nee. Aber das Playset werden wir auch nicht als erstes spielen. Wir werden erst die beiden Star Wars Playsets spielen, die bisher erschienen sind. Wie kannst du nur? Wie kann ich nur? Deswegen haben wir dann auch noch genügend Zeit, den Film anzuschauen, bevor wir dieses Playset hier anfangen. Wie heißt der Film? Alles verdreht im Kopf? Ja, irgendwie so. Inside Out heißt er, glaube ich. Ja, auf Englisch. Oder was? Umarm mich und du wirst es bereuen. Gleich hier lang. Wut, ich danke dir. Okay, okay. Wow. Das ist voll ätzend. Ich glaube, alles steht Kopf oder so heißt er. Geschichten sind am interessantesten, wenn man andere daran teilhaben lässt. Oh. Yay. Alles klar, Mickey. Ich kann die anderen Rennfahrer nicht mal sehen. Das liegt daran, dass sie Fuhlen sind. Oh, Junge. Hey, mir ist eine Abkürzung eingefallen. Auf geht's. Junge, kannst du es wagen? Drück auf die Tube, Mickey. Mickey? Jawohl, Autofahrt, wow. Es gibt Rennen in dem Spiel. Ja, es gibt Rennen in dem Spiel. Auch diese Flugmission, die waren ja auch neu. Also da haben sie anscheinend schon einiges neue Sachen hier. Man kann so an der Wand entlangfahren? Nee, das kann nur er. Das kann nur Donald. Oh Mann. Sehr atmosphärisch sieht das hier aus. Abkürzung? Sagen wir, es ist eine Abkürzung. Wow, wow. Also wenn das was ähnliches ist wie Mario Kart, dann will ich das gegen dich spielen. Da werden wir bestimmt die Möglichkeit zu haben, das gegeneinander zu spielen. Mhm. Für den König! Oh. Aber die tollsten Geschichten sind die, die du bald erzählen kannst. Und die grenzenlose Kreativität, die dir zur Verfügung steht, sind deinen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Jetzt wird es Zeit, deine Geschichte zu dieser hinzuzufügen und andere an deiner Fantasie teilhaben zu lassen. Willkommen bei Disney Infinity 3.0. Das war genial. Das ist wie in der Endsequenz von Episode 6. Ja. Fliegen die Teile drüber und lassen Feuerwerk explodieren, was normalerweise beim Disney-Schloss immer ist. Ja, das ist nicht schlecht, geil, oder? Das ja. ist wahrscheinlich auch, wenn der Disney-Logo kommt beim Star Wars-Film. Wenn es kommt. Ja, wenn es kommt. Das werden wir noch sehen bei Episode 7. Ja. Haben wir noch ein bisschen hin. Es wird auch ein Playset dazu geben, allerdings erst, wenn auch die Episode 7 erscheint. Also am 18. Dezember kommt das Playset raus. Und der Film? Und der Film am 17. Dezember. So, hier haben wir jetzt das Portal. Und wann schauen wir uns den Film an? Wir haben die Base, am 17. Ja. Die Base ist angeschlossen. Dann werden wir hier mal was draufsetzen. Ich nehme mal hier Ahsoka, die steht nämlich hier rum bei mir. Du weil Schwein. Ich aus dem Starter-Pack. Außerdem brauchen wir auch noch
Keine Spieler 2, nein. Willkommen im Disney Infinity Toybox Hub, deiner primären Operationsbasis. Hier kannst du die verschiedenen Bereiche von Disney Infinity besuchen und erkunden. Die kleinen Figuren, die du vor dir siehst, sind Disney Infinity Experten, auch bekannt als Toybox-Spezialisten. Alle Spezialisten kennen sich gut aus, also sprich mit ihnen, um mehr über ihre besonderen Spielfertigkeiten zu erfahren. Damit wirst du bald selbst zum Experten. Wow. Okay, sie kann einen Machtschub oder sowas und ziehen. Und sie hat zwei Schwerter, diese schönen Lichtschwertgeräusche. Okay, gut, das ist schön. Also nicht Ahsoka, die Ich wollte gerade fragen, hast du nicht mal gesehen gehabt, Clone Wars, im Gegenteil zu mir, so. Wieso kriege ich Anakin? Willst du Anakin nicht? Kannst auch Obi-Wan auch oder Yoda haben. Ja, yeah. Ich nehme Anakin. Okay, du nimmst Anakin. Wenn es sein muss, ne? Ja, dafür ist er jetzt auch in der Toybox verfügbar. Oh, ich kann Len gleich verprügeln. Ja! Weg mit dir, Len. Okay, Ahsoka, mach dich auf alles gefasst. Weg mit dir. Bringt dir, zieht dir aber nicht wirklich viel ab, oder? Wenn ich dich versuche umzubringen. Aua, 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 okay. Du wolltest es nicht anders. Weg mit dir. Noch habe ich nicht aufgegeben. Aua, doch. Nein, spring doch nach unten nach Ahsoka. Oh. Ja, ist besser, du bist vorsichtiger. Ich glaube, wir machen hier mal was, bevor er nämlich nochmal umbringt, machen wir mal noch was anderes und setzen das erste Playset auf die Dings da, ja. Twilight of the Republic. Genau, Twilight of the Republic heißt das erste Playset. Also. Es wird zur Zeit von den Klonkriegen spielen und zur Zeit von. Ja, zur Zeit von den Klonkriegen und zur Zeit von Episode 1 bis 3 werden wir Sachen nachspielen. Hier sind wahrscheinlich. Spielen wir nicht nach. Vielleicht spielen wir auch was Episode 1. Jaja hat doch bestimmt einen Gastauftritt. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Sachen aus Episode 3 mit dabei sind. Aus Episode 3, ja. Ja. Ich schätze Episode mal 1 doch, der Kampf 3. Gegen... Ich habe mich schon ein bisschen gespoilert, aber Darth Maul ist dabei, also wird es auch Sachen aus Episode 1 geben. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Darth aber Maul. Wo ist Qui-Gon? Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars! Ach, habe ich das vermisst. Eigentlich hätten wir hier erst einsteigen sollen, oder? Doch. Ja, das ist Folge 2. Das ist Folge 2 schon. Twilight of the Republic. Das ist auf jeden Fall der Titel von diesem Playset. Auf Deutsch wurde es nicht übersetzt. Der Konflikt zwischen der Galaktischen Republik und der Konföderation unabhängiger Systeme schwelt weiter und beide Seiten versuchen, ihre Feinde in die Knie zu zwingen. Die große Klonarmee unter der Führung ihrer Jedi-Kommandanten drängt die Droidentruppen der Separatisten ein ums andere Mal zurück. Doch Sieg und Frieden sind immer noch nicht in Aussicht. Und dann kommt natürlich noch ein dritter Absatz, wie sich das so gehört. Und dieser beginnt mit einem Einsatztrupp von Helden, die vom Rat der Jedi ausgesandt wurden, untersucht die Aktivierung einer verborgenen Kampfdruidenfabrik auf dem Planeten Geonosis und versucht herauszufinden, wer oder was dahinter steckt. Wer könnte in deiner Kampfdruidenfabrik stecken? Willkommen zur Episode 2. Willkommen zur Episode 2. Naja, das ist eine Infinity 3.0, da wo die Reihenfolge keine Rolle spielt. Ja, nee, nein. Das ist einfach kreativ. So, es geht darum, dass man seine Ideen ausleben kann. Und sogar der Schwenk auf dem Planeten kommt runter, wie sich's gehört. Ja. Und wo ist das Raumschiff? Kommt gleich. Ja, sagst schon. Du? Da? Sag ich. Schaut echt schick aus, muss man sagen. Doch. Ja. Hat was. Schöne PS4-Version auf jeden Fall. Auf Geonosis ist auch schon wieder Stimmung. Ja, Mann. Ein sind die Separatisten. Sehr beharrlich. Wie oft mussten wir sie schon von diesem Planeten jagen? Zu viele, Meister. Ich schätze, sie haben ihre Lektion noch nicht gelernt. Was für ein lebendiger Ort Geonosis ist. Kampflos aufgeben sie ihn nicht mehr. Wir nähern uns unserem Ziel. Ja, gut. Die Meister Sekura und Plo Koon werden die Kampfdruiden beschäftigen, während wir unseren Angriff starten. Bist du bereit, Ahsoka? Versuch durchzuhalten, Meister! Es ist enorm wichtig, dass wir diese Droidenfabrik neutralisieren. General Grievous darf keine weitere Verstärkung für seine Armee bauen. Die Gedanken konzentrieren, ihr müsst. Viel mehr als nur eine Invasion, das ist. So wissen die schon von Grievous. Das werden wir herausfinden. Auf jeden Fall sind wir schon mal zu zweit hier. Unsere Truppen kämpfen gegen viele Kampfdruiden, die diesen Fabrikkomplex beschützen. Wir müssen dort hinein. Kann den.
Was? Oh mein Gott. Bist du toll. Oh, dieser. Ah, der, die ist cooler, die Attacke da. Dieser Kampf hat erst begonnen. Ah, die Kamera ist blöd. Ich hätte sie viel lieber so. Aber stattdessen ist sie so. Sich wundern. Kann man die Kamera ändern? Ich glaube nicht. Ja. Wir dürfen nicht trödeln, wir müssen vorrücken. Ha, ich kann mein Bier Schwert wegpacken. Nicht schlecht. Wir und trödeln, als wenn wir jemals trödeln sollten. Man kann übrigens die kleinen Sachen an der Seite kaputt machen, kriegt dann Punkte. Wo bist du? Hinter dir noch. Wieso hinter mir? Weiß ich nicht, weil ich mir Zeit gelassen habe, weil ich alles kaputt mache. Ja, warum trödelst du denn? Ich schaue mir noch das Schlachtfeld an da unten. Zum Beispiel die ATTE da unten. Und was ja sonst noch alles da unten kämpft. Die Kamera gefällt mir nicht. Ich sollte dich neu formieren. Die geht was? Immer wieder nach. Ah, was macht die Kamera? Lenz Kamera. Wieso dreht die um? Ich glaube, die folgt mir, deine Kamera. Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen, weil ich Spieler 1 bin. Ich bin nein, wichtig. Ich schau. Ah! Die nein. Kamera macht, was sie will. Len ist nicht fähig, mit der Kamera umzugehen. Ja, die schaut immer hier nach da hinten. Ja, ich gehe da dran vorbei. Dann sehe ich den. Ja, die wollen, dass du da hinguckst. Das Spiel ich sehe das Schiff der Kandelsföderation. Ja, das Schiff. Das genau. Spiel willst du, dass du da hinguckst, weil da was Interessantes zu sehen gibt. Ja, aber ich will da nicht hingucken. Ich will weiterspielen. Schau, ja. Jetzt dreht sie schon wieder komplett um. Was ist los? Len kommt nicht mit der Steuerung klar. Wenn ich alle 2 Sekunden die Kamera wieder ausrichten muss, das ist doch... Was? Das ist aber nur bei dir komischerweise, bei mir ja. Funktioniert hier alles wunderbar. Nein. So, jetzt ist die Kamera fix, jetzt kann nichts mehr passieren. Alles gut. Ja, geh aus... Mensch, Ahsoka. Schau, jetzt dreht sie sich schon wieder nach da. Len hat Spaß mit der Kamera. Nein, hab ich nicht. Benutze R um die Kamera. Danke! Aber. Die passt sich immer selber an. Guck dir das an. Wow, diese Attacke ist stark von Ahsoka. Also. Stark ist sie nicht, aber sie ist ziemlich effektiv, glaube ich. Jetzt etwas schneller, solange wir am das wegstoßen. Ich kann gar nichts. Also los! Das ist so, Len hat schon die erste Erkenntnis. Das ist so nutzlos. Ja, wenn es sich die ganze Zeit umdreht, die Kamera, muss ich jede 5 Sekunden drauf... Ich habe eher die Vermutung, dass der Controller kaputt ist. Nein! Ich mach so, dann bleibt's... Also jetzt bleibt sie gerade nicht, also ich mach... Wir können gern Controller tauschen. Ich kann auch in die andere Richtung drehen, dann geht's wieder in die andere Richtung zurück. Es liegt nicht am Controller. Es liegt nicht am Controller! Oh. Aber bei mir funktioniert's, Len. Das ist toll, dass es bei dir funktioniert. Finde ich auch. Oh. Das Tor vor uns wurde von General Grievous Kampfdroiden gesichert. Neutralisiere sie. Kannst du mich nochmal runternehmen? Was? Nein, runter komplett. Ich will raus. Ich will aussteigen. Was passiert, wenn ich das drücke? Das wäre nicht so gut, glaube ich. Ja. Ich komme hier ganz gut klar. Gib mir einfach deinen Controller und alles wird gut. Abwehren. Ja, da, nimm den Controller. Mach ich. Nutze sie, um Alter. Dieses Tor zu zerstören. Ja, das Tor wird zerstört. Aha, aha. Eine Figur, die besiegt wurde, ist vorübergehend nicht verfügbar. Lege eine neue Figur auf deine Base, um fortzufahren. Nein! Sie sind gestorben. Grievous hat seine Kommandodroiden ausgeschickt. Du musst sie neutralisieren. Wahrscheinlich nach der Filmsequenz ist wieder alles in Ordnung, ja. Oder? Na, geht's. Nein, nicht runterfallen. Nein! So, weiter geht's mit Obi-Wan. Jetzt bin ich auf der rechten Seite. Dreht sich die Kamera automatisch? Nein. Dann können wir wieder zurücktauschen. Wieso dreht sich die... Ich hasse dich! Das sagt doch nicht was. Len ist einfach verflucht. So, welche Richtung müssen wir? Ich glaube, das ist die andere Richtung, aber hier kann man nochmal vielleicht was entdecken. Achso, du bist ja komplett woanders. Ja, ich bin woanders. Ich schaue nochmal ein bisschen rum. Du kannst ja schon derweil dich um die Druiden kümmern, die sich da mit uns wir können wieder zurücktauschen. Das ist gar kein Problem. Gar jetzt. Kein Problem, okay. Wenn die Kamera in Ordnung ja, ist. Ja, die Kamera ist in Ordnung, Len. Alles wird gut, Len. Oh, ich muss mich nochmal dran gewöhnen. Jetzt habe ich gedacht, ich bin auf der anderen Seite. Du erforscht doch. Ach, du bist mir hinterhergekommen? Hä? Achso, du bist mir hinterhergekommen, oder? Ah, ja, gut. Halb. So, hier gibt es aber nichts außer Münzen zu finden, glaube ich, oder? Ja. Doch, da ist irgendein Viech. Wie machst du den Machtstoß? Ah, ja, okay. Du musst einen Weg in den Fabrikkomplex finden und unseren Klonkriegern helfen, die in der Arena kämpfen. Okay, das Viech kann man nicht umbringen.
Lenne hat auch den Kameraflug bekommen. Oh, nur halb durchgeschnitten. Nur halb durchgeschnitten? Ja. Schade. Irgendwie ist das republikanische Kanonenboot ein bisschen klein hier. Aber jetzt geht's. Kommen aber trotzdem gut vorbei. Haben wir hier eine Aussichtsplattform, haben wir hier eine schöne. Und dann muss ich hier so einen Schwenk rummachen um Ahsoka. Also Ahsoka finde ich bisher am coolsten, muss ich sagen. Allein schon, weil sie zwei Lichtschwerter hat. Und weil sie den Machtschub hat. Die Türen sind verkeilt. Nutze die Macht, um sie zu öffnen. Geil. Wow, das ging einfach. Sammeln wir noch ein bisschen Lebensenergie ein. Die Grünen sind Lebensenergie. Lohnt sich auch, die zu holen. Diese Kampfdroiden müssen besiegt werden, wenn unsere Mission Erfolg haben soll. Hilf den Klonkriegern bei ihrem Kampf. Oh, kann aber ganz coole Kombos, glaube ich, auch machen. Vor allem die hackt die auch in der Mitte auseinander und so. Also, ich finde, das Kampfsystem ist auf jeden Fall cooler geworden. Im Vergleich zum Vorgänger. Gar keine Beschwerden zur Kamera denn? Was? Kamera funktioniert jetzt? Ja, ja. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Die funktioniert jetzt. Kein Problem mehr. Fähigkeitenbaum, schauen wir uns doch mal an, was das bringt. Das hier ist der Fähigkeitenbaum. Mit fortschreitendem Level deiner Figuren erhältst du Upgrade-Punkte, die du hier ausgeben kannst, um deine Figuren zu stärken und zu verbessern. Nachdem du ein Upgrade erworben hast, werden die angrenzenden Upgrades verfügbar. Ah. Was? Ich war gerade dabei zu schauen, was ich bekommen habe. Gute Arbeit hat Alan gemacht. Ja, habe ich. Nächste Sequenz. Ich darf Sequenz aber nicht anschauen. Nach Sequenz. Maschinen für den Schrottplatz. Ah, verringert die zum Beleben. Wiederbeleben eines Charakters benötigte Gesundheit. Gesundheitsschub. Achso, das. Ah, okay. Ne, dann kaufen wir erstmal die allgemein. Die mussten eh erstmal die erste Fähigkeit kaufen. Gut, oh. Weg mit euch. Ganz schön aggressiv, die Herren. Und nochmal reinhauen. Jawoll. Ah, die halten schon relativ viel aus eigentlich. Für so normale. Gab's nicht irgendwie eine Anvisierentaste? Was? Gab's nicht irgendwie eine Anvisierentaste? Kann sein. Ah, die nächste Tür. Nächste Welle! Halt sie mal mir vom Leib, ich will Fähigkeiten. Okay, ja, mach ich, bin auf dem Weg. da kann man immer so rein in die Gegner und dann direkt umhauen, das ist richtig cool eigentlich. Also ich kann nur Gesundheitsschub kaufen. Ich bin bisher echt begeistert vom Kampfsystem, muss ich sagen. Das macht richtig Spaß. Ich hoffe mal, die Spielzeit ist auch relativ hoch, relativ groß bei den Playsets. Weil das macht auf jeden Fall Laune. Und dazu noch die gute Star Wars Musik. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wow. Noch ein kleiner Sieg. Jeder Kampf bringt uns unserem Ziel näher. Lenz schleudert mich schon wieder rum. Ja, Mann. Mission erfüllt. Ein Stern. Mein Schiff ist in der Nähe des Fabrikeingangs gelandet. Treffen wir uns dort, dann geht es weiter. Als Navigationshilfe zeigt dir diese Holokarte deine unmittelbare Umgebung an und weist auf Missionen, Bedrohungen und andere nützliche Infos hin. Die Pläne geben an, wo sich in Bezug auf deine Position interessante Orte befinden. Oh. Jetzt gefunden. Oh, ich bin schon Stufe 2. Jetzt kann ich mir schon die nächste Fähigkeit holen. Gleich. Fähigkeitenbaum einmal, bitteschön. Ich kann mir aber nur das holen. Das ist Erholung in der Luft. Das kaufe ich mir. Tippe an, um dich in der Luft zu erholen. Okay, also im Prinzip einen Doppelsprung machen einfach in der Luft, oder? Was? Nee, wenn du in der Luft geschlagen wirst, einfach extra. Ah, ach so, das will. Ah, okay. Ja, weiß, was du meinst. Mhm. Oh, da hinten ist Erfahrung. Okay. Ich glaube, sie wird eh geteilt. Ja, wir haben gleich viel. Das Spiel ist ja gerecht, das hatte ich ganz vergessen. Verdammt. Kann man uns immer diese Gerechtigkeit. Immer diese Gerechtigkeit, damit kommt Alan nicht klar. Ja. Gibt's hier noch irgendwelche Sachen? Ich glaube, sonst ist hier relativ leer in der Arena. Auf Django und Boba sind wir leider auch nicht getroffen. Django gibt's ja auch nicht als Figur. Was ist das? Oh, hier können wir uns battlen, glaube ich, oder? Was? Galaktischer Endkampf. Willst du es jetzt schon machen? Ich will nur wissen, was es ist. Achso, ob ich es jetzt schon machen will? Ne, dann mach ich es nicht jetzt. Dann machen wir es nicht jetzt, sondern machen wir jetzt eine kleine Pause. Und sehen uns dann im nächsten Part, im zweiten Part von Let's Play Disney Infinity 3.0. Bis dann, eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht, jetzt ist es auch passend, mit euch sein. Servus. Sorry.
Der erste Part von Disney Infinity 3.0 ist leider schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das obere Video klickst. Wenn du sehen willst, was bei der Special Edition dieses Spiels alles dabei ist, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort packe ich die nämlich in eine Unboxing aus. Außerdem würde es mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft auch sicher kein Video mehr von Disney Infinity 3.0. Und wenn du willst, kannst du natürlich auch noch auf meinen Facebook, Twitter, Google+ und Instagram-Seiten vorbeischauen. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.